Wann wurden die ersten Passagiere krank? Nachdem wir die Insel verlassen hatten. Welche Insel? Letztes Jahr haben wir komplett im Filmstudio gearbeitet. Dieses Jahr haben wir vor Ort gedreht. Das ist ein riesiger Unterschied und es war großartig. Die Opfer auf dem Schiff haben hier irgendetwas gegessen. Was auch immer das ist, es wird schlimmer. Staffel 2 sieht ganz anders aus als Staffel 1. Staffel 1 war kühl und klaustrophobisch. In Staffel 2 öffnet sich die Welt. Man hat eine üppige, bewachsene Insel und weite Felder. Alles fühlt sich lebendig an. Ich benutze das Wort episch nur ungern, weil es zu oft verwendet wird, aber es ist episch. Was auch immer das ist, es wird schlimmer. Wir sind auf einer Insel, die sehr grün und natürlich ist. Staffel 1 war klinisch und futuristisch. Diese Staffel ist deutlich dunkler und härter. Diese Insel ist nicht, was sie zu sein scheint. Wir entdecken dieses Kloster, in dem Menschen leben, von denen noch nie jemand etwas gehört hat. Das könnte eine Pandemie werden. Wir konnten in diesem wundervollen Gebäude drehen mit all den verschiedenen Räumen. Wie im letzten Jahr ist die Location wie eine eigene Rolle, aber dieses Jahr ist es eine völlig andere. Dort ist es ruhig. Auf die dunklen Geheimnisse weisen nur die Menschen hin, die von der Krankheit befallen sind. Die Schauspieler, die diese Menschen spielen, müssen mit nässenden Blasen übersät durch die Sets rennen. Ich glaube, dass die Fans Staffel 2 lieben werden. An einem typischen Drehtag steht man sehr früh auf. Dann wurde ich in irgendein seltsames Gerät eingespannt oder gefesselt. Das passiert mir jedes Mal. Dann dreht man die Szene. Es ist ziemlich gefährlich da draußen.